Hi Leute, willkommen bei Teezy! SBB Schubesch! Ja Freunde, bei uns läuft's richtig geil, wir sind gameplay-technisch richtig da und wir haben in dem ganzen FIFA noch nichts discarded. Das ist Teezy Schubesch. Und deswegen dachten wir uns heute, wir machen ein SBB um unser Hero Pack. Der gute Cutter kann es mal kurz hier einblenden, wir haben es im Stream gezogen. Zeig mal kurz, was wir drin hatten. Was ist, wenn du kein Duell ziehst? Ja, das ist auch, finde ich auch nicht schlecht. Warum? Ich habe ja das Duell vorher schon gewonnen. Ich habe ja schon, ich bin ja schon auf dem Thron. Lass uns mal gleich. Guck hin. Ja, den haben wir doppelt. Much. Alter, was ist das für ein Bruch? Much. Digga, das ist ein dicker Bruch, weil den haben wir einfach doppelt. Aber wie tanzt er? Was sagst du dazu? F. 111k. Ja, lass den mal da stehen. Den können wir dann für eine SBC einwechseln. Ja. Irgendwas. Das tut weh, ne? Ja, Freunde, ihr habt gesehen, wir hatten hier Cap de Villa doppelt sogar drin. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr aus dem Hero-Pack hattet. Tabak, was hast denn du da draus gehabt? Ich hatte den guten Ricken. Super, gell? Das ist auch scheiße, ne? Ja, eine Kategorie. Ja, euer ist sogar besser, der kostet 100k, mein Ricken kostet 20k. Ja, ey, aber es ist eine Kategorie Schmutz. Aber wir hatten den halt schon, ne? Das tat halt auch wie Untrade. Okay. Und ich finde Cap de Villa eigentlich scheiße. Er geht. Aber wir werden es ja heute sehen, Freunde. Auf der anderen Seite ist der gute Yugo Bedrugo Tobago am Start. Bei dem guten Mann haben wir auch eine Folge aufgenommen. Die kommt aber erst am Mittwoch, meint er. Lass einfach mal ein bisschen Liebe da bei dem Mann. Der ist ein bisschen im Loch, so ihm geht's nicht so gut. Lass ihm ein bisschen Liebe da. Er wollte seinen YouTube-Kanal schon schließen. Ja, wir hatten heute Morgen schon Gespräche. Er will dicht machen, Chat. Er will den Laden schließen. Deswegen geht ihr jetzt darüber und lasst Daumen nach oben da. Egal auf dem Video, was er gebracht hat. Ja, ich würde sagen, wir halten rein. Wir machen es heute mal anders darum. Habt ihr euch auch gewünscht, von hinten nach vorne. Tobago mag es von hinten eh lieber, hat er gesagt. Wir fangen an mit der Innenverteidigung, Männer. Ich mache mal kurz mein Team auf, bevor ich was falsch mache. Aber letztes Mal beim SBB habe ich auszusehen, was von meinem Team genommen, weißt du? Und dann war das tot an zur Triple. Also, wir fangen an mit unserer Ikona und das ist Maldini. Wir dürfen übrigens eine weitere Hero noch benutzen, Leute. Dafür aber 33 Chemie. Wichtig. Dann haben wir Bonucci in der Innenverteidigung. Und im Tor gehe ich mit Perin. Und dann habe ich aber noch einen Rechtsverteidiger, Jungs. Und das ist von Atletico Madrid. Dieser eine argentinische Rechtsverteidiger, den suche ich gleich. Oh nee, habt ihr den vielleicht? Als ob, nein. Der heißt, warte. Der Cousin heißt Molina. Scheiße. Als ob ihr Molina aufgeschrieben habt, Jungs. Nee, sind wir haben Lorente aufgeschrieben als RB von Atletico. Oha. Ramos, Piqué und Derrea. Gut. Sehr gut, dann halte ich für euch rein, Cousins. Okay, wir spielen. Oh scheiße, es kann sein, dass wir rutschen gehen. Ich wollte es zu clever machen. Wir spielen ein Tor. Ja, wo ist denn der Mann? Who's that man? Aber warte mal kurz. Ah, ich soll doch schon auf Inform gehen. David Soria ist es, im Tor. In der Innenverteidigung steht ein Brasilianer. Er spielt eigentlich im Mittelfeld, der heißt Fernando. Ist der hoffentlich lang, die? Der ist lang, der ist gut, der ist gut. Eder Militao. Und dann haben wir noch einen aus der Premier League. Ich denke, den hast du auf gar keinen Fall. Es ist ein deutscher Spieler, Thilo Kehrer. Schade. Ich habe Wan-Bissaka, Delikt, Süle und De Gea. Dann machen wir, wie machen wir es in der Mitte? Direkt alle vier auf? Mitte alle drei, oder? Es sind drei bei dir. Ja, bei dir drei, bei uns sind es vier. Ja. Hast du alles aufgeschrieben, Tobagole? Ich bin bereit. Wer hält denn zuerst rein? Wir halten rein. Okay, Tobago, dann stell du mal. Okay, Tobago ist bereit für sein Dreier-Mittelfeld. Alle. Jungs, ihr müsst euch festhalten, okay? Es wird ein bisschen cremig. ZOM fange ich an. Ist Neymar, Namesen, sein Inform. Dann haben wir Marco Verratti, italienischer Mafioso. Und linker ZM gehen wir mit Llorente. Den habe ich noch nie gespielt dieses Jahr. Ich bin mal gespielt. Alter, ich habe es 100-mal gesagt, ne? Und wieder nicht aufgeschrieben. Ich habe es 100-mal gesagt und wieder nicht aufgeschrieben, Digga. Du hast gesagt. Barella, Robert One, Nakata. Warum setzt dich denn durch, Timau? Was hast du Timau gesagt? Llorente, oder? Llorente hat er, ja. Wir hatten aber dann schon unsere ZM-Position und gesagt, oh, da kann halt kein ZOM, da hat er weggestrichen. Du hast Wort in der Hand, du kannst entscheiden. Mann. Timau, du musst dich mal durchsetzen. Mal ein paar Bomben verteilen bei Timau, bei Simau. Also, Meister. Ja, ist drin. Wir fangen mit dem LM an. Da haben wir einen Spieler, er spielt eigentlich ZM. Es ist Lemar. Dann stehen wir hier im Mittelfeld. Da gehen wir in die Bundesliga. Da steht Musiala. Aha. Bist du auch in die Bundesliga gegangen? Goretzka? Nein. Okay. Und rechts im Mittelfeld steht eine Hero. Ja. Sie nennt sich Ljungberg. Und hier bohrt irgendjemand. Jungs, ich habe eine Rechts-Mittelfeld-Hero-Karte aus der Premier League. Und es ist Park. Cole! Digga! Ah! Da habt ihr euch durchgedribbelt. Ich habe Park, Rice, Crows. Rush, Rice, Crows, Cole. Ah, habt ihr gut gemacht. Da können wir alles behalten. Sehr schön, oder? Haben wir schön getrippelt, schön getrickst. Natürlich. Wir haben lang gehirnt. Ist mir aufgefallen. Habt ihr euch gestritten dabei oder was ist passiert?
Nö. Es gab halt viele, viele Alternativen, aber ich würde sagen, wir halten mal rein. Du kannst halt links und rechts, das ist halt ein bisschen das Problem, ne? Aber wisst ihr, was das Problem ist? Ich glaube, ihr habt mich. Weil wir müssen ja volle Chemie bekommen. Pass auf, ich fange mal mit dem rechten Flügel an, weil ich glaube, den habt ihr am ehesten. Es ist Correa, roter Player-Pick, Team of the Week-Spieler von Atletico Madrid. Wenn ihr den schon mal nicht habt, wird big. Dann mache ich weiter mit dem linken Flügel. Der ist eigentlich ein bisschen sehr unauffällig. Das ist einfach die Goldkarte von Sarabia. Das ist immer eine kleine Chemie, Punkt, Punkt, Punkt. Und der ist auch noch Spanier, das ist gut. Und im Sturm, Leute, gehen wir mit Ginola. Ja, gab zu viel. Wir haben Di Maria, Govu im Sturm. Wir waren beinahe Hierbo im Sturm, aber haben uns für Govu entschieden und links Vinicius. Oh, geil. Okay, das Scheiße, da habe ich Glück gehabt. Da habe ich sehr viel Glück gehabt. Ich mag, dass Scheiße, du Trader bist, Alter. Die Coins sitzen bei dir flüssig. Die sind sehr flüssig, Alter. Vor allem, wenn ich aufs Klo gehe, dann ist es noch flüssiger. Jungs, ich habe die Tafel drin für euch. Okay, wir machen es kurz und schmerzlos. Ich hoffe, du hast davon nichts. Im Sturm steht eine Icon, Gerd Müller. Und nebendran steht Correa. Ich habe Griezmann, kein Correa. Und ich habe Müller. Aber ich habe, glaube ich, den falschen. Ihr habt Thomas Müller, oder? Ich habe Icon Müller. Wir haben Icon Müller. Ich weiß, der geht raus. Let's go. Fuck. Ja, der war komplett obvious. Wichtig. Und da kommt ein Bronzetorwart hin. Boah, geil, ihr habt auch... Nee, ihr habt zwei Stürmer, schade. Wenn ihr einen Stürmer hättet, so ein Bronzetorwart, wäre das belastend. Das war's schon wieder, ne? Das war's wieder komplett, Mann, die Fische. Halt, du. Ja, Freunde, ne? Tabak hat hier komplett aufgefahren, der Mann. Und unseren Müller, unsere teure Karte fehlt hier. Wir haben ein bisschen Angst, sage ich euch ehrlich. Oh, das wäre so lustig, komm. Okay, komm, Jungs. Apo Erdidal, ich das am Start. Ach so! Oh mein Gott! Na, schau mal. Der macht so richtig Spots wie so ein E-Sport-Aufladen. Ja, es liegt eins zurück. Oh gut. Scheiß Ginola. Alter. Bei den meisten hier geht er auf links, geht er auf rechts, gell? Das ist geil. Na, wo passt du hin? Correa soll gut sein, komm, Correa. Den habt ihr auch. Boah! Correa! And here we go again! Ach, Jungs. Ich hab's eben schon gesagt, Jungs. Es ist jetzt aktuell, ist es so eine, wie soll ich sagen, an den Cutter bitte reinschneiden. Es ist so eine Trauerschleife, ja? Dann mit dem Team traut man sich nicht mehr so ganz. Ja, dann hat man ein bisschen Angst. Dann hat man aber die schlechteren Karten. Dann kommt ein Tobago. Hat ein Ginola. Und ein Neymar. Ich hab's wie Broski gemacht. Broski baut auch mal die krassesten Teams. Er hat immer diese ganzen Mbappés und so. Guck mal, aber was sind da auch für Lücken, Alter? Hä? Habt ihr keinen Torwart, Digga, Jungs? Ich weiß es nicht. Der hat ja gefühlt, der hat nicht mal gespielt. Ich kann nichts machen, Alter. Eieiei. Ich fühle mich irgendwie so schlecht. Ganz ehrlich, leb dich aus. Leb dich Nein, aus auf dem Kanal. Ich fühle mich gerade schlecht. Soll ich mich ausleben? Okay, ich fühle mich jetzt einmal wie auf der Karibik, Malediven. Leg die Füße hoch. Gestern geht gar nichts. Scheiße. Den Klinger da vorne an. Ich liebe die Maus, lache ist so süß, man. Ein Knuddelbär. Fuck! Hallo, Jungs! Ja, 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 ich scheiße! Ja, den wollte ich aber! Ich dachte, die Joke ist... Der zählt doppelt. Den wollte ich aber. Der zählt doppelt, sagt er. Jetzt die Mau, warst du im Bootcamp? Nein. Ja, mein Bootcamp hat ja nichts gebracht. Nein! Oh. Hatten schon den drin, hat wieder reingezogen. Ich bin nur so am Kämpfen. Ja! Das war lucky. Hab nicht gedacht, dass er reingeht. Oh! Das ist wirklich nicht verkehrt. Hat einen schönen Antritt, der Bruder. Wenn ich mal runter nicht bin. Ja! Ah.
Ich hab's gerade schon gesagt, wir sind wie ein Abstiegskandidat so. Am Anfang, wir gehen gut rein, die erste Chance geht nicht rein, du fängst das erste Gegentor und dann ist das Selbstbewusstsein weg und du gehst baden. Ja. Und du gehst einfach baden. Man muss aber sagen, das Neymar, Ginola. Das ist einfach das Problem. War unfair. Schade, guck mal, Digga, ich hab Schüsse technisch eigentlich so ein bisschen aufgeholt, den Lachs, ne? Ja. Aber auch wieder liegen lassen. Das war bei uns eigentlich so unentschieden gefühlt. Ja, hab umgestellt. Hast du schon umgestellt? Ja. Okay, Ladies and Gentlemen. Ey, ich hab TNO an, Jungs. Müsst ihr übrigens abchecken, gell? Das ist wirklich geile Qualität, Leute. Das sag ich nicht, um bei den Jungs zu schleimen. Weil ich muss nicht schleimen, weil ich werde ihnen jetzt was abstoßen, dann hast du nämlich eben. Also. Vier Stück hat er noch. Vier Stück habe ich noch. Ja. Wisst ihr, wie wir das machen, Männer? Boah, wie machen wir das? Ich nehme auf jeden Fall nicht einfach so was Langweiliges, sondern ich nehme von überall etwas, und zwar die ganze Verteidigung. Glück gehabt. Ja, aber es ist Cap de Villa, Fernando, Eder Militao. Ach, scheiße, das ist jetzt so Eder Militao. Lehrer, also. Den hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm gesehen. Da gehen wieder Coins rutschen, wir sind aktuell nicht so flüssig, sag ich dir ehrlich. Ja, müsst ihr ja diesen Peter Zwegert anrufen, der macht schon. Ja, Freunde, abstoßen, ne? Wir kennen's. Egal, ich sag euch ehrlich, bei Tabak wird jetzt ein Sieg eingefahren. Und das bedeutet, dass wir wieder Selbstbewusstsein haben. Einfach wieder Selbstbewusstsein. Bei Tabak wird ein Sieg eingefahren. Ich glaube da nicht dran. Ja, ich glaub da dran jetzt. Jungs, ciao. Ich glaub da dran. Jungs, ich sag nichts. Aus rein, Freunde. Ciao, ciao.